Vorfahren zum Corona-Test heute Mittag auf dem Berner Expo-Gelände. Zuerst werden Personalien überprüft und bei der zweiten Station der Abstrich gemacht. Ich würde jetzt einen Gaumenabstrich machen. Tut nicht weh, ist aber ein bisschen unangenehm. Wer vorbeikommt, steigt nicht aus dem Auto aus. Weniger als 5 Minuten dauert der Abstrich und die Probe geht ab ins Labor. Ja, ich hatte Husten, Reizhusten in der Vergangenheit. Ich war in Kontakt mit jemandem, der nicht klar ist. Und ich dachte, sicher ist sicher. Wir können mal eins schauen, ob es überhaupt möglich wäre. Und ich habe es jetzt gemacht, ja. Genau. Ich wollte sicher gehen, dass ich nicht infiziert bin. Auch um meine Kollegen und meine Familie zu schützen. Die Nachfrage ist gross, Auto an Auto heute Mittag. Rund 400 Tests sind es heute insgesamt. Breit und viel Testen sind jetzt wichtig, sagt der zuständige Regierungsrat. Für jeden positiven Fall können wir diese isolieren und damit wird keine weitere Person angesteckt werden. Die Hürden für einen Termin zu Bern sind bewusst tief. Eine ärztliche Zuweisung, wie sie in anderen Kantonen nötig ist, braucht es hier nicht. Wer im Kanton Bern wohnt, kann im Internet einen Fragebogen ausfüllen und wird näher zu einem Test zugelassen, wenn man Symptome hat oder zu einer Risikogruppe gehört. Ganz so einfach läuft es aber nicht immer. Schweiz aktuell sind mehrere Personen bekannt, die Symptome haben und sich mehrere Tage vergeblich haben probiert anzumelden. Und auch heute vor Ort treffen wir Leute, die länger haben müssen warten, bis sie kommen dürfen. Ich habe letzte Woche zweimal probiert, versucht und keine Chance. Und gleich heute Morgen gemacht und hat sofort geklappt. Ja, also etliche Mal müssen probieren, weil einfach das überfordert war. Aber ja, ich wusste, ich muss morgen früh und das geht. Jede Person, die die Vorgaben erfüllt, könnte getestet werden, heisst es beim Kanton. Auch wenn es aktuell vielleicht etwas mehr Geduld braucht. Ja, wir haben ziemlich vielen Interessen geweckt, absolut klar. Die zwei ersten Tage haben wir mit reduzierten Mengen gestartet. Die möglichen Tickets waren ziemlich rasch verteilt. Heute sind wir mit fast 400 Leuten, die sich angemeldet haben. Und dann werden wir das weiter verfolgen, um schauen, ob diese Menge genügend ist oder ob wir diese noch erhöhen müssen. So, fast ein bisschen ein Tropfen auf den heißen Stein, könnte man sagen. Ja, absolut. Man könnte es so sagen. Auf der anderen Seite, jeder Tropfen in diesem Kampf ist wichtig. Perfekt, das ist es schon gewesen. 48 Stunden nach dem Test ist das Resultat da. Ist es negativ, kommt eine Nachricht auf das Handy. Ist es positiv, wird also das Virus nachgewiesen, läutet der Arzt der Testperson direkt an und gibt Anweisungen. Tag für Tag werden jetzt Kapazitäten aufgefahren. Und wenn das Berner Drive-In-Projekt erfolgreich ist, dann könnte es laut dem Bund ein Modell auch für andere Kantone werden.